Hey Freunde und herzlich willkommen zu dem Erfahrungsbericht von meiner Sony X100 Mark V. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und dementsprechend gibt es heute einen kleinen Erfahrungsbericht über meine Kamera und ich werde euch heute einfach mal beschreiben, was ich so persönlich an der Kamera mag und was ich cool finde und was vielleicht ja der Grund ist, warum man sich die auch kaufen sollte, wenn man vor allen Dingen Vlogs machen möchte. Man muss natürlich auch als erstes sagen, es ist eine Kompaktkamera und das heißt, sie hat ein integriertes Objektiv, aber dafür super viele Feineinstellungen, was einfach absolut cool ist. Die Kamera hat natürlich ein flüssiges 4K, leider nur in 30 FPS, aber das ist trotzdem noch vollkommen ausreichend und sieht super gut aus. Und natürlich nochmal ein ganz klassisches Full HD, was man auch kennt. Man hat bei der Kamera allerdings die Möglichkeiten, die Frames hochzustellen, das heißt, man kann glaube ich bis 980 FPS gehen, was natürlich einfach geil ist für Super Slow Motions und ja, schnellen Fast-Forward-Effekten und das Bild sieht einfach flüssig aus und das ist der große Vorteil dieser Kamera. Über die Fotofunktion brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden, aber es ist einfach ein geiles Feature, denn die Bilder haben eine echt super Qualität. Man hat den Vorteil, dass man schon vorgefertigte, ja sag ich mal, Effekte drauf machen kann, die das Bild vor allen Dingen richtig gut aussehen lassen. Natürlich ist die Kamera super kompakt und passt in jede Hosentasche rein und man kann sie immer und überall mit hinnehmen. Leider Gottes hat sie natürlich auch noch einen Nachteil, denn sie überhitzt ganz schön schnell. Das heißt, wenn man ein längeres Video macht, hat man da das Problem, dass die Kamera irgendwann ausgeht. Ebenso sind im Lieferumfang leider nur die Kamera plus ein Akku plus eine Schlaufe enthalten, was sehr schade ist, weil man einfach ja kein geiles Gimmick irgendwie dazu kriegt. Für 1.100 Euro hätte ich mir das gerne gewünscht. Trotzdem muss man einfach sagen, dass die Kamera super cool ist, man hat so viele Einstellungen und allein schon, dass die Bildqualität Hammer ist und mich überzeugt hat, kann ich euch diese Kamera nur empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr 2017 und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und ja, wir sehen uns dann in 2018.